Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Herzblättchen und Blättelinchen. Ich bin's wieder, euer Tobias Fulk. Und mein Körper ist für euch bereits eingeölt und bereit, wenn ihr vielleicht mal herkommen wollt bei die Tobi auf seine Schößchen. Na komm, ich sitze hier auch ganz ohne Höschen, Lammform. Hey Tobi, na? Ich hoffe, man hat das Kopfschütteln gesehen. Ja, doch, ich weiß auch nicht warum. Sehr komisch. So, wo packst du denn jetzt das Rezept? Hast du ja Planken oben reingepackt? Ja, so ein paar da unten, halt, weil das hier beim Kochen, das kostet ja auch Planken, meinst du, ich laufe immer wieder runter? Ach so, ja, das ist recht. Ah, klar, ja, stimmt. Hey, oh, ich hab noch ein Gericht auf Tash, aber ich glaube, ich klaue mir nochmal ein neues. Brauchst du was zu essen? Weil wir dann ja, aber ich nehme was aus dem Kühlschrank hier, ne? Du kannst auch hier, nimm mal die hier, die, wo ich dir hingeschmissen habe. Schön, dass es dampfend aus dem Kühlschrank. Gemüsesuppe. Nice. Nimm die mal und sobald der Hungerbalken ein bisschen weiter unten ist, ess die mal komplett alle fünf, damit ich mal sehe, wie weit der Balken, also wie weit das dann reicht so halt, ne? Tobi, mit meinem Balken kannst du immer gerne Experimente machen. Bitte was? Was? So, warte. Ich bin sicher, er wird bei deiner Suppe gut anschwillen. Was? Wenn du allergisch reagierst. Oder wie jetzt? So, warte. Ach, mal hier nochmal schnell. Ach ja, ich erinnere mich immer wieder gerne dran zurück, wie wir vorher noch auf diesem Feuerchen unser Wasser destillieren mussten. Fürchterlich. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ganz fürchterlich. Oh, ich habe noch 10 Rohre. Die brauche ich nicht mehr. Warte, pack ich mal weg. Hallo? Hä? Also. Warte mal. Die waren auch bei. Nee, nicht bei Werkzeuge, die waren wo? Technik? Ich glaube Technik. So, also ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, warte, ich warte noch kurz auf die eine Suppe hier. Ja, okay. Ja, dann mache ich mal schnell was. Du kannst auch schon mal losrennen, wenn du möchtest. Ne? Oder wir können auch schlafen gehen vielleicht nochmal, damit es hell ist. Das ist eine ganz tolle Idee, Tobi. So. Und vergiss den Vogelkopf nicht. Brauchst du einen Vogelkopf? Ach ja, stimmt. Da ist hier macht. Ja, ich brauche einen, ja. Ich bring dir einen mit. Ja, das ist fantastisch. Stimmt, so. Die alte Kackkrähe ist ja wieder hier bei uns. Mhm. Das hässliche Gesindel, du. So, schlafen gehen. Auf unserem Luxusliner, in unseren sehr schönen Einzelzimmern. In unserer Küche hier unten, ist doch nice. Hier ist halt immer warm, ne? Ist ja wärmst du Ort. Hier riecht es auch immer nach Essen. Ne? Ich schlafe im Vogelnest. Ach, schön. Ui. So. Hi. Morgen, Tobi. Morgen. Hallo. Das ist so geil, mit dem nach oben geportet werden. Ich feier. Das ist voll cool. Vor allem kann man gleich Kurs einschlagen und los, theoretisch. Voll nice. So, auf geht's. Woo! Arschbombe. Was denn? Keine Arschbombe? Nee, ich muss nur noch schnell was zu essen mitnehmen, hab ich gerade gesehen. Oh, und Arschbombe! Hui. Wo bist du? Ah, oh, ich höre schon. Wow, das ist aber mal Glück. Oh, das stimmt, okay. In der Tat. Das also ist wirklich heute, Glück. Heute läuft ein bisschen besser als die letzten beiden Aufnahmen. Bisschen besser. Ein Titanherz. Naja, besser als kein Titan. Hast du so eine Vogelmaske, so eine schöne für mich? Warte. Bitte schön. Oh, das ist geil. So. Ach, so fühle ich mich wieder wohl. Nice. Cool. Aus der Sicht von Modern Talking. Mm. So. Hä? 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 Wenn die auch immer so gegräht haben beim Singen. Oh, guck mal da. Wildschweinmaske habe ich aber nicht dabei. Fleisch. Lecker Fleisch. So, ja, hau halt ab. So weit halt auch, ne? Ja, ne? In den Poppes. Ja! Geil. Yeah, boy. Geil.
Schön zerpflückt. So, prima, das war wild schon. Weißt du, mal einfach mit dem Speer immer rein und ach, das hat zu lange gedauert. Und immer ja, wie wir voll taktisch immer so vorgegangen sind, ne? Mensch. Und heute? Ja, ach komm, lass wegrotzen. Ja, la, la. Heute haben wir durchaus Gedanken daran, eine Melkmaschine für diese kleinen Schweinchen zu bauen. Ach, das sind auch schöne Zeiten. Übrigens soll Craftopia inzwischen sehr viele Updates gehabt haben und ganz anderes Game. Echt? So sagt man. Weißt du, was auch ein ganz anderes Game ist und super viele Updates hatte? Na? Echo. Ja, da habe ich Angst vor. Das ist so, da sollte man wirklich Angst vor haben, was aus diesem Spiel, das ist, wow. Da kannst du schon fast einen Community-Server draus machen. Warte, warte. Ohne Scheiß, das ist echt heftig. Oh cool, hä? Guck mal! Hä? Die haben das doch heimlich gefetcht mit der letzten Aufnahme. Bestimmt. Ein Titanerz. Ja, okay. Naja. Besser als kein Titanerz, ne? Hätten ja. Hätten jetzt aber schon 4 sein können. Ne? Man will nicht gierig sein, aber hätten ja auch 8 sein können. So wie der Richard, ne? Ach, Trubi. Lass ihn doch mal einfach ruhen. Ja, Entschuldigung. Hä? Ist der tot? Nö. So. Okay. Aber erschreckend, wie realistisch das wäre. Jetzt komme ich mir dumm vor. So, also ich weiß nicht, ich verfolge den jetzt nicht, ne? So ist es jetzt nicht. Warte, es piept schon wieder. Ist ja nicht Vorsitzender aller Richard Gere Fanclubs. Ja. Ne, ich bin mehr so Patrick Swayze. Okay. Boah, ach, bitte. Alter. Doch, du hast deine Maske nicht auf. Ja, stimmt. Hast recht. Mein Fehler. Der, möchte mich fahren? Der Vogel akzeptiert nur coole Leute mit Cap. Der ist halt im Block groß geworden. Ja, verstehe ich. Aus dem Ghetto, aus dem Nichts. Blockchain. Tsching. Okay, wir müssen nach oben, glaube ich. Oder ist das wieder diese Insel, wo wir das Ding wieder nicht finden? Ah, ja. Hier ist nichts, ne? Hier ist Ananas. Ananas, wir müssen irgendwie nach oben. Ich weiß aber nicht genau von da drüben, glaube ich, ne? Oder? Guck mal, der Michael macht die Ananas. Aha. GG, Michael. Schön hast du die Ananas gemächt. Gemächt? Gemächt. Kommt man hier hoch? Nee, ne? Nee. Ja, ich dachte, da hinten war doch so vorhin so ein Stufending, oder? Na, vielleicht kommt. Nee, das ist zu steil hier, glaube ich, oder? Ja, das ist viel zu steil. Das Einzige, was hier viel zu steil ist, bist du, Tobi. Das ist wie meine Abonnentenkurve. Steil nach unten. Nein. Seit Raft in den Himmel, Tobi. Lass doch mal ein Abo da. Inseln. Die haben auch einen gewissen Mehrwert, ne? Diese Inseln. Das ist schon, schon ja, toll. Aber ne, ist schon toll jetzt. Sag mal. Ja, nee, ist toll. Vom Feinsten, Tobi, vom Feinsten. Er ist schon. Okay, wird gleich wieder weniger, wa? Nee, nicht mit mehr. Okay. Na, du hässliche Kackrehe. Ja. Wurde schlecht geschissen oder was? Ich weiß halt nicht, müssen wir nach oben? Müssen wir hier, hier, okay. Hier ist halt nichts mehr. Mann, 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 Mann. Nee, leider nicht. Vielleicht müssen wir noch einen nach oben. Weder ist gleich Schrott drinne. Watsche wie du wisse dranken, Sailor. Watsche wie du wisse dranken, Sailor. Essen. Aber in Schmelzofen. Na klar, da krieg ich doch keiner mit. So mitten auf hoher See. Oh, ein Boing Boing. Essen. Ich meine, theoretisch.
Sag mal, willst du mich verarschen? Okay, hier ist eine Kiste, toll. Aber wo geht denn das Gefliepe hin? Ich versteh's nicht. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon auf dieser Insel gehabt, ne? Auf dieser Typinsel. Mhm. Genau, das meinte ich ja, dass das wahrscheinlich wieder die Insel ist. So, wenn ich jetzt hier runterrutsche, was passiert dann? Weil wir waren hier links noch nicht ganz oben, ne? Aber hier links piept ja auch nichts mehr. Nee? Okay, dann brauchen wir doch nicht hochgehen. Ne, da ist nichts. Ah, easy. Ich mach mal den Vortester. Vielleicht haben die bei Ubisoft Bock. Ich würde mich melden fürs Motion Capturing fürs nächste Assassin's Creed, Alter. Ich fühle das. Aber mit einem Ingame-Character? Nee, in echt natürlich. Oh, hier piepst du ja mit einem. Ja, jetzt war er wieder vorbei. Ja, scheiß drauf. Komm, lass. Ich schwimme noch um die Insel rum, sammle nochmal und dann können wir wieder abdampfen hier. Wir haben zwei Titanen. Super. Ich kann mal wieder ein bisschen weiterbauen. Das ist schon geil. Besser als nichts, ne? Ja. Das stimmt. Naja, die kleinen Inseln gehen schneller und, ne, das ist ein bisschen effizienter gefühlt. Ja, irgendwie schon. Ja. Ach, da ist ein Popofisch hier. Boah, hier sind ja Popofische unterwegs. So. Weg mit der Haimaske, ganz ehrlich. So. Bist du auf dem Schiff schon, oder was? Jo. Was denn? Weg mit der Haimaske. Das ist schon auf dem Schiff so. Ja, früher fand ich Inseln spannender. Ich will jetzt nicht undankbar wirken, ne? Aber die. Nee, ist schon nicht spannend. Kannst schon sagen. Ja, das mit den Schätzen ist auf Dauer so. Ja, ist es tatsächlich. Ich meine, dass man hierher fährt und Schrott und sowas sammelt, yo, easy, aber warum wächst da nicht einfach auch Titan hier unterm Wasser? So die Scheiße. Ja, wenn's halt nur selten ist, weißt du, dann wird ja auch schon gehen. Ja. So. Okay. Unsere Biokraftstoffzentrale läuft übrigens. So. Honig. Jo, läuft wieder. Okay, cool. Brauchen wir ein Honig pro. So. 4 Biokraftstoff. Haben wir 12 Biokraftstoff. Das wird. Na, das ist ganz nice. Ich glaube, 8 von den Dingern werden auch reichen. Ja, ich glaube auch. Die muss man auch erstmal füllen und unterhalten die ganze Zeit, ne? Das ist. Mhm. Vor allem die Planken, die Dinger fressen. Wobei, die brauchen gar keine Planken, ne? Nee. Zumindest nicht. Easy. Warum nicht? Ach, weil das einfach nur vor sich hin gärt, glaube ich, ne? Genau, mit Honig. Klar. So, wie mache ich das denn hier am besten? Tobias? Das weiß ich nicht, Eric. Ist schon nicht so leicht. Mache ich dann einer Flur oder so ein Dreier Flur? Ich meine, Platz haben wir theoretisch schon. Was packen wir nochmal nach hier oben? Werkbank und so, ne? Joa. Was gibt's noch alles, woran wir arbeiten? Ist eigentlich nur Biodiesel und Schmelzen, oder? Die Werkbank brauchen wir sogar fast gar nicht mehr, aber kann man da zur Erinnerung noch aufstellen, ne? Ja, genau. Das würde ich halt nur so machen. Ansonsten haben wir eigentlich fast nichts mehr an so Dingern irgendwie. Ladegeräte können wir ruhig unten lassen. Ich meine, ich könnte sonst ein Rohr überall verlegen, aber. Ja, klar, das kannst du machen, ne? Ja, das ist. Ne? Mal dein Rohr überall verlegen. Würde gehen. Aber ansonsten fällt mir gerade nichts ein, was wir hier auf diese Arbeitsdingens machen können. Eine Küche haben wir unten. Forschungstisch, wie gesagt, ne? So aus Vintage-Gründen. Aber sonst gibt's da irgendwie nichts. Mehr ist halt auch irgendwie nicht, ne. Man craftet, das meiste craftet man ja irgendwie aus dem Inventar raus. Ja. Genau. Metalldetektor. Können wir die auch nochmal einbauen vielleicht? Ziegel, Empfänger, Engine Controls, der Wimpel.
Achso, ein Wimpelchen können wir mal wieder bauen. Tja, das war's. Eigentlich sind wir voll ausgestattet. Ja, wir bauen halt eigentlich nur noch so rum, so und sammeln Ressourcen und so. Ja. Mehr ist das eigentlich nicht mehr. Oh geil, Metall. Tja, dann weiß ich gar nicht, was ich hier noch hinbauen soll. Vielleicht eine Plantage oder so? Die bräuchten wir, glaube ich, noch, ne? So vor Bäumen und alles, ne? Ja, die haben wir, glaube ich, noch nicht. Das lässt sich einrichten. Ein biotonischer Garten. Ja, das lässt sich einrichten. So, hier. Erik, ich bringe dir super schöne Souvenirs von unter Wasser mit. Bringst du auch noch eine Riesenmuschel mit? Wenn ich eine finde, bis jetzt habe ich keine mehr gefunden, tatsächlich. Hä, erstaunlich, was? Das kann nicht sein. Ich glaube, das Spiel hört uns zu. Frech. Oh, es wird dunkel draußen, ne? Hör mal, hier wollte ich Rohre verlegen, falls nötig, ne? Aber ich glaube, ist momentan nicht nötig. Wenn es nötig ist, kann ich umbauen. Also. Oh, ist noch so blöd. Diese Fische. So. Okay. Und dann gleich hier weiter. So, bin mal gespannt. Ich mache wieder die Dinger hier. Unterwasserbasen werden immer noch geil im Spiel irgendwie, keine Ahnung. Mm. So Bioshock-mäßig, ja, ne? Das stimmt. So Rohrstädte irgendwie, wo so Forschungen betrieben wurden, ist auch geil. Oder auch so eine geile Insel, zu der man zurückkommt, weißt du? So eine, hat man, glaube ich, schon mal die Idee. So ein Basispunkt. Ja. Wo man dann Stuff zurückbringt von seiner Seereise oder was auch immer. Ja, dass du dir so richtig mit Steg und vielleicht so Hangar, so einen Hafen bauen kannst oder so. Das wäre schon geil. Ja, geil. Boah. Das Spiel hat noch fucking Potenzial. Das ist echt heftig. Das finde ich aber auch. Bild dir mal deine eigene Meinung. So. Hinterfrag mal mehr, Junge. Aber hier ist ja gar nichts mehr jetzt. Toll, auf der Seite ist aber alles kahl. Was ist das denn? Kahl. Huch. Merkst du, dass ich baue? Ja, habe ich gerade gemerkt, ja. Und jetzt? Ne, jetzt gerade geht's. Oh, okay. Bei mir hat gerade wieder Achso, mal, das ist doch einfach nicht wahr. Jetzt freest du gerade wieder. Nice. Oh, das kann aber nicht wahr sein. Karl, wie laut du Bach hörst, Karl hört. Was? Jo. Komm, bring's zu Ende. I heard myself today. Karl hört lauter Bach. Hey, hallo. Ja, ich weiß. Hey. Ja. Okay. So. Das werde ich wahrscheinlich bereuen. Irgendwann, aber nicht heute. Aber ich glaube, auf dem Wasser hier auf der Etage brauchen wir eh kein Wasser. Wir brauchen das nur ein weiter höher. Oh, hallo? Ich finde das schon unheimlich, wenn man so in den Ozean, ich meine, das ist ja schon sehr realistisch gemacht, ne? Wenn du so tief in den schwarzen Ozean reinguckst und du weißt halt nicht, wie tief geht's da runter und so und was da unten noch so lebt. Ich finde das irgendwie faszinierend, aber auch unheimlich. Stimmt. Bin ich d'accord.
möchte ich ehrlich gesagt auch nicht gefangen sein im Ozean. Boah, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Oder dass du auch irgendwann keine Luft mehr kriegst oder so und dann da unten irgendwie. Oh, nee. Lass mal. So. Ah, nee. Z. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Sag mal, respawnt der Schrott hier oder was? Wieso? Wie habe ich das Gefühl, ich war hier schon, aber hier liegt immer noch Schrott. Oh. Das ist ja spannend. Oh, mein Sauerstoff geht aus. Hilfe. So. Hä? Hä? Ich glaube, das hier ist falsch. So. So, nämlich. Leckt. Hm? Der Fisch hat gerade geleckt. Woran denn? Du kleiner Lümmel. Da hast du mich Schachmacht gesetzt. So, so, Tobias. Hat er also geleckt. So. Oh Gott. Okay, das muss ich von oben bauen. Das macht mich wahnsinnig. So, dann geht's hier so rein. Und hier nochmal. Na, 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 na. Was denn? Ach, von denen haben wir genug. Von diesen Silberalgen haben wir eigentlich genug, ne? Egal, ich nehme sie trotzdem mit. Ja, ah, naja, was man hat, das hat man, ne? Ja, bitte. Die Kisten wollen ja auch befüllt werden, ne? Richtig. So, Tür, Schmür hier rein. Einmal noch Nägel. Eins, zwei. Und einmal umdrehen. So. Perfekt. So. Schauen wir noch nicht so richtig zufrieden hier mit. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wobei geht eigentlich. Oh, ich würde so gerne, ne? Ich würde so gerne da oben so ein Jacuzzi machen. Geht das nicht? Nicht, dass ich wüsste. Frech auch, dass es nicht geht. Aus der Badewanne oder so kann man da nicht. Ja, wobei, das ist schwierig, ne? Naja, die Badewanne, naja, nicht wirklich. Zumal man da auch nur alleine rein kann. Finde ich ziemlich, das finde ich frech. Oh, Tobi, das wusste ich gar nicht. Miau. Okay, bin ich dann hier? Ist halt Arbeitsbereich, sieht auch ein bisschen nach Arbeit aus. Arbeit, Arbeit. So. Genau, genau. So. So. Ich weiß noch nicht genau, was man da arbeitet. Hier könnte ich theoretisch auch eine Tür reinmachen, genau wie hier. Dann würde man halt auch von der Seite reinkommen, was, glaube ich, okayisch ist. So. Oh, ups. So. So. Okay. Dann hier ebenfalls dasselbe. Ach, shit, schon wieder. Warum passiert mir das immer? Ich weiß es auch nicht. So. Dann haben wir hier eine Kreuzung, von wo aus man quasi überall hinkommt. So. Bup. Das ist ja hier für die Crew alles, ne? Das ist so, also nicht für Tobi und mich, sondern für unsere Vasallen. Die wir uns einbilden einfach. Ich finde schon, dass wir da mal eine Stellenausschreibung machen sollten. Ja, also von mir aus gerne. Unsere Raft-Vasallen.
Mich soll's nicht stören. So, wir bezahlen einfach mit unserer Anwesenheit. Eine Etage höher. Ja, das hier ist so die Etage, wo man, ne, wo die Bediensteten dann quasi immer sind. Kennst du diese Dokus immer von diesen super teuren Hausbegehungen in den USA und sowas? Ja, gucke ich mir super gerne an. Ja, ich auch. Und da sind manchmal auch so Schiffe dabei. Und dann ist da immer so, ja, hier ist dann die Crew und ne, und dann hier der Koch und bla. Und dann die 30-köpfige Crew ist dann hier untergebracht und alles immer so, dass man die, wenn dir die Yacht gehört und du wohnst auf der, dass man die nicht bemerkt, die Crew. Dass man die gar nicht erst sieht. Diesen Pöbel. Hauptsache Unterwasser. Ja, ja, ja. So noch so ein Beiboot, weißt du, irgendwie. Ja, zieht hinterher, damit es auch ja keinen Kraftstoff verbraucht. Ja, lass du mal. Uff. Ich könnte auch so nicht leben, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ja, du wohnst ja nicht für immer, weil das ist ja dein Job dann irgendwie. Nee, aber so Bedienstete haben und ne, dann so die als Schmocks quasi bezeichnen und so herablassen könnte ich, kannst du nicht leben. Moment, aber das muss man ja auch nicht. Ich meine nur, ich habe keine Bediensteten, aber wenn ich welche hätte, wäre es Pflicht, dass sie die als Schmock bezeichnen? Nee, aber so halt, ne, irgendwie, weiß ich nicht, so dieses typische, das ist ja ganz oft so, dass dann irgendwie, ne, das sind die Kartoffelwäscher und so, ne, das, keine Ahnung, finde ich ganz komisch. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn du eine Putzfrau hast oder so, ne, dass die dann irgendwie, ja, Schmock da, ne? Nee, ich habe nicht mal das. Ist ja schlimm. Ich hab auch keine. Ich find's aber nicht schlimm, wenn jemand eine hat. Also, ne, ich finde das ganz cool eigentlich. Ich hätte wahnsinnig gerne einen, ne? So ist es nicht. So. Okay, ich mache kurz Batterientausch. Wie sieht's hier oben aus? Fast leer. So, oh, hier ist schon komplett leer, wie es aussieht. Dann mal schnell rüber. So. Oh, die ist auch leer. Wir brauchen mehr Batterien-Stuff. So. Okay, die letzte kann ich noch nicht reinmachen, weil O2 fehlen noch. Okay. Oh, fast 50 Schrott gefunden auf der Insel. Das ist nicht schlecht. Das ist geil. Das ist nicht schlecht. Gute Ausbeute. So. Johann, bitte fahren Sie den Wagen vor. Oh, fürs Ladegerät habe ich auch 4 Titanbarren ausgegeben, deswegen. Okay, verstehe. Oh. Was soll das? Ja, ich. Und ich hätte gerne noch 2 weitere Ladegeräte, wenn ich ehrlich bin. Schaffen wir bestimmt in den nächsten 200 Folgen, Erik. Mach dir da keine Gedanken. Ja, das geht da schnell. So, das Blöde an den Ladegeräten, ne, ist, dass der Batteriedingens, ich verstehe nicht, warum das Rohr vorne dran geht bei den Ladegeräten, nicht hinten dran. Ja, oder dass es nicht egal ist, wo du es dran steckst. Ja, ja, das ist halt richtig dumm einfach. Das ist so, wie, Hauptsache so inconvenient wie möglich. Naja, ist egal. Ich warte mal kurz so lange, bis die aufgeladen sind, bringe ich mal wieder 4 Glas weg. So. Ich werde es auch nicht lernen. Ja, Kupfer. Glas. Und Leder. Leder, 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 Leder. Leder. Bup. Leder und Feder. So. Ich pack dir mal die 2 Titanets, die ich da habe, packe ich dir mal in diese Lagerkiste hier oben, in diesen Spind mit rein, ja, ne? Geil, danke. Geil, hallo. Na, guck ich mal ganz kurz hier. War hier noch was drin? Nee, ne? Nur die normalen Barren. Okay, cool. Na los, lad schneller auf. Benötigt Biokraftstoff. Wie lange haben wir denn noch?
Ja, okay, wir haben noch Biokraftstoff. Das wäre so cool, wenn man also einen Einfüllstutzen hätte für das gesamte Biokraftstoffnetzwerk. Das wäre einfach auf jeden Fall, ja. Mhm. Den würde ich halt direkt nach oben legen. Und dann hast halt einen Raum, wo du einfach nachkippst. Easy. So, zwei Batterien sind fertig. Prima. Dann gleich zu den lieben Tierchen. Bupp. Und nochmal. Machen wir noch hier hinten, bitte. So. Cool. Achso, wir müssen mal weiter, ne? Wir hängen hier immer noch fest an der Insel. Ja, das können wir ganz entspannt in die nächste Folge schippern, Erik. Ja, hast recht, hast recht. So, oh, neue Ziegel, geil. Hey. So. Boah, ich liebe das hier mit den Öfen, das ist echt schön geworden. Ja, das sieht echt mega aus. Diese Öfenregale einfach. Geil. Das ist, wirklich wie geplant die Arbeitsetage geworden. Finde ich irgendwie nice. So, das war jetzt mehr Zufall oder was? Nee. Also, dass es so gut geworden ist, wusste ich nicht. Ne? Also, das kann man vorher natürlich nicht wissen. Das stimmt. Ja. Geplant war es schon so grob, aber dass es dann so cool geklappt hat, wusste ich auch nicht. Sehr geil. So, und hier dann noch irgendwie zwei andere Räume, keine Ahnung. Vielleicht einen mit Betten für die Crew und eins mit Arbeitstisch und sowas. Irgendwie sowas. Mal gucken. So, Tobi, dann würde ich sagen, nächste Folge, ne? Ja, das klingt nach einem absoluten guten Plan. Dann würde ich sagen, legen wir mal rückwärts ab und gucken mal, dass wir hier wegkommen von diesem großen Inselklumpen. Ja, und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und für die langjährige Treue bei diesem Let's Play gefühlt. 3 Jahre sind wir nun schon dran. Ui. 3 Jahre unterwegs auf dem Weltmeer. Oh, warte, Tobi, ganz kurz. Ich esse noch die 5 Gemüsesuppen. Ja, sag mal, ob das Ding dann, also wie wir grob weiter geht. Das geht sehr gut. Ja? Hat mich einmal komplett voll gemacht. Ja, perfekt. Geil. Sehr nice. Und 3 Schüsseln zurück. 3 von 5. Das ist halt schon ein bisschen assi, muss ich sagen. Ne? Ganz ehrlich. Ja, als ob man die Schüssel mit isst, weißt du? Ja, ich meine, gut, es kann mal immer eine kaputt gehen oder so, aber 4 von 5 sollte schon immer drin sein, finde ich. Ja, eigentlich schon. Naja. Na gut, Tobi, dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, ne? So sieht das aus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.